Gezählte 294 Zuschauer waren in die Halle des ÖTB Neumarkt gekommen, um beim Meisterschaftsauftakt in der Landesliga B dabei zu sein. Das Los hatte den Judokas rund um Helmut Kvöllner für die erste Runde einen schwierigen Gegner zugedacht, nämlich den SK Vöstlinz. Doch bevor es richtig zur Sache ging, wurde dem Judo-Nachwuchs eine Urkunde für die erfolgreich abgelegte Gürtelprüfung überreicht. Hier werden die verschiedenen Leistungsgrade festgestellt. Der Schüler wird auf diese Prüfung vorbereitet. Dies beinhaltet die Fallschule, die Roll- und Falltechnik und der Aufbau von ganz einfachen Techniken bis zu den schwierigen. Eher die kleineren Kyu-Grade. Also Sie müssen sich so vorstellen, je heller die Gürtelfarbe ist, umso leichter ist der Gürtelgrad. Je dunkler, umso mehr technisches Können wird verlangt und auch geprüft. Die Begegnung selbst verlief äußerst spannend. Man darf nicht vergessen, dass die Linzer unter anderem den ehemaligen Militärweltmeister Peter Reiter in ihren Reihen haben. Die Neumarkter boten ausgezeichnete Leistungen. Sogar der in der Klasse bis 50 Kilogramm kämpfende Dominik Ritt errang seinen Sieg klar durch Ippon. Wolfgang Laschitz, der Legionär aus dem Burgenland, wusste ebenso zu überzeugen. Und so ergab sich ein knapper 6:5 Pausenstand für den ÖTB Neumarkt. Das Publikum zeigte sich zufrieden und konnte zudem auf einen Erfolg seiner Mannschaft hoffen. Im zweiten Durchgang blieb die Spannung erhalten. Der entscheidende Vorsprung mochte aber einfach nicht gelingen. Der ins Team zurückgekehrte Alois Kreuzböck steuerte jedoch ebenfalls einen wichtigen Punkt bei. Zwischendurch gab es eine Demonstration des Mannschaftskata rund um die regierende Karate-Weltmeisterin aus Oberösterreich, Ursula Hinzinger, hier in der Bildmitte zu erkennen. Präzision ist gefragt, um die Kampfrichter zu überzeugen. Den Schlusspunkt im Judo jedoch setzte wie so oft Helmut Kvöllner, der mit seinem zweiten Erfolg an diesem Abend den Sieg seiner Mannschaft mit 12:10 fixieren konnte. Eine gute Ausgangsposition für die Saison ist gelegt. Es war heute ein großer Sieg zum Auftakt der Meisterschaft, wie ich glaube, gegen einen sehr schwierig zu kämpfenden Gegner. Ja, Föst ist immer ein sehr schwieriger Gegner für uns, zumal sie in den gleichen Gewichtsklassen, wo wir sehr stark sind, auch sehr stark besetzt sind. So nehmen wir uns immer gegenseitig die Punkte und heute war das Glück auf unserer Seite und so haben wir 12:10 gewonnen. Was hat die Mannschaft heute so besonders ausgezeichnet? Ja, die Kompakte, das Team, das starke Team und die Euphorie im ersten Kampf. Wir haben nur einen Verletzten vorgeben müssen, ansonsten haben wir Bestbesetzung angetreten. So ist auch der Sieg verdient an uns gegangen und hoffe weiter so, dass der Auftaktsieg viel Schwung in die neue Meisterschaft bringen wird. Grüß euch, liebe Tänzer. Ich möchte euch herzlich einladen zu unserem nächsten Judo-Meisterschaftskampf am 27. April 2002 hier in Neumarkt im Turnerheim gegen Judo-freien Ort. Das ist das Infitblatt Derby. Ich hoffe auf zahlreichen Besuch und wir freuen uns schon auf euer Kommen. Grüß euch, ich bin der neue Einziger von Neumarkt. Und ich hoffe, dass alle zahlreich kommt, weil anschließend haben wir eine kleine Party. Das wird sicher eine lustige Garde.